Sie sehen, die Künstler sind die Besten der Welt. Wer die Handlung nicht gleich begreift, braucht sich nicht den Kopf zu zerbrechen. Sie ist unverständlich. Wenn Sie nur etwas sehen wollen, was einen Sinn macht, müssen Sie auf das Pissoir gehen. Der Eintrittspreis wird auf keinen Fall zurückerstattet. Yeah. Lege mir Worte in den Mund, Jahre nicht gerappt, Form wieder gefunden. Keine Zeile formelhaft, nach wie vor ist alles rund. Sortenreine Kunst, immer noch abgetrennt von der Szene. Und immer noch passt es zu meinem Wesen. Dass Menschenmassen mich ekeln, brauch ich da ja fast nicht mehr zu erwähnen. Yeah, war schon immer großer Fan von Anonymität. Ich spiele halt gern verstecken. Wenig Videos im Petto und die ich hab, sind exklusiv in meiner Fresse. Meine Skills gehen zu meinen Lebzeiten an euch vorbei. Ich bin John Dillinger, chille, relax direkt neben euch, ohne dass es peilt. Wer rappt so perfekt, passend auf ein 6-8-Bit? Wer bin ich? Ich bildet die Dinge, die du denkst, aber nie gedenkst zu sagen, so fresh up. Nur weil ihre Platten Gold gehen, verdient das, was die da labern, lange noch kein Lob. Grandioses Marketing macht das vermarktete Angebot noch nicht dope. Lass sie machen, lass sie einfach rennen in ihrem glänzenden Hamsterrad. Hamster haben lediglich den Lebenserwartung vor 3 Jahren maximal. Die, die es nicht geschafft haben, haben aufgehört zu rappen. Rapper, die es geschafft haben, haben nie wirklich aufgehört, sich zu verschlechtern. Im Bestfall. Das ist zynisch. Das akzeptiert das Publikum nicht. Es ist nicht nach seinem Geschmack. Es geht nicht darum, Gewohnheiten des Publikums zu befriedigen, sondern sie zu verändern. Jetzt hören Sie erst einmal zu. Yeah, Alter, stell dir vor, ich müsste rappen, um zu überleben. Und regelmäßig liefern Lamborghinis für die Video-Releases, leasen, um die Teenies zu bedienen. Plus 3 kleine heiße Video-Hannis, die kosten 300 pro Kopf. Um die 2 Riesen kriegen die in Amiland nur so am Rande für den gleichen Job. In der Deutsch-Rap-Szene gern gesehen, schnelle Schnitte, bisschen Pyrotechnik für die Texte, etliche Vergleiche, um das eigentliche Gestamme zu überdecken. Beats aus rein rap-technischen Zwecken, mit geistlosem Scheißdreck berappen Gangmember, die im Hintergrund mit CO2 Mac 11s Reimketten becken. Gibt dir das? Die meinen echt, jemand sei nicht Rap, gibt er seine Zeilen nicht auf Live-Kicks und Kleinfestivals zum Besten, meine Fresse, echt jetzt? Seit 2003 schreib ich Lines in einem beinahe greifbar realen Style auf die Zettel, meine Texte sind zu weiten Teilen nicht zu beiden, Alter. Zeig mir einen Rapper, der in 2 Dekaden so wenig gerissen hat wie ich und dennoch immer noch mit so viel Biss bittet, als wäre Hip-Hop für ein Big Business. Der kein Fick gibt auf das, was die Online-Welt von seinen Songs hält. Ich bin abseits, ein Mann, weg vom Volk, doch von Welt. Sehr nett. Was heißt das, nett? Ist doch nicht nett, du Idiot. Ist Kunst und nicht nett. Zwischenstand. Ich wollte euch nur wissen lassen, dass ich es noch kann. Flow so flüssig, ich erinnere mich selber schon ein bisschen an Big und Big Pun. Mittlerweile bin ich älter, als sie beide waren an ihrem Todestag. Aber eine Line aus Ready to Die allein war einflussreicher als all meine Zeilen vereint. Scheiße, keine Anfragen, keine Gigs, denn zu viel Scham vor der Menge. Kein Hit-Track im Repertoire, aber dennoch, nicht rappen würde daran nichts ändern. Unterdessen sind doch andere Untergrundrapper mitunter nicht unbedingt besser. Und dennoch verlangen sie Ruhm für ihren Dreck, Dunning-Kruger-Effekt. Die meisten finden meine Alben ja ganz gut, meine sei halt was ganz anderes. Zu akademisch, zu krankhaft, zu komplex, zu viel Substanzhaltiges. Ich weiß nicht, nur weil du eine von meinen Lines mal nicht blickst, ist sie nicht gleich zu verstrickt. Ich schreib nicht in Rätseln, du Bengel schreibst nur nicht mit. Mein Erfolg ist nebensächlich doch nicht unerheblich, denn wär ich der Einzige auf diesem Planeten, würde ich mir zweimal überlegen, mir die Zeit zum Schreiben zu nehmen. Doch meine Musik zielt halt nicht darauf ab. Es geht mir nicht darum, ob sie viele Hörer schafft, sondern darum, was sie mit den Hörern, die ich habe, macht. Yeah.